Da kannst du wirklich die ganze Region übergucken. Okay, durch den Dschungel habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Das ist mir zu aufwendig. Wo ist denn jetzt die Sonne? Genau über uns. Alles klar. Haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit? Vielleicht nochmal hier irgendwas? Sieht ein bisschen aus wie so ein, auf der Karte, wie so ein Golfkurs, wie so ein Golfplatz. Ein großer. Da ist, glaube ich. Ich glaube, ich habe eine Mine gefunden. Aber das ist so ein Riss halt in der Landschaft, den sehe ich jetzt von hier und da ist ein bisschen Holz drin. Das sieht stark nach einem Minenschacht da unten aus. Könnte ich runter und mal ein bisschen gucken da, aber. Das haben wir zu Hause auch. Ja, das ist ein Minenschacht, das ist ein Minenschacht. Ja, da unten sind. Hoppa. Da sind sogar Kisten. So, jetzt passt mal auf. Also die Kisten lassen wir jetzt nicht entgehen. Kann man irgendwo runterbauen, ohne zu sterben. Da drüben. Buddeln wir uns jetzt einfach mal. Immer am besten abwechselnd hier so. Dann wissen wir, okay, da ist nichts. Kann uns nichts passieren. Wenn die Kisten schon mal da schon so liegen, ja, die Pakete, die Geschenke vor unserer Nase, warum sollten wir die nicht hier mitnehmen? Ich glaube, das reicht noch nicht. Okay, dann können wir aber hier rüber. Hier können wir hier rüber und jetzt hier uns runterbuddeln. Mal gucken. Ja. Das war doch einfacher, als ich gedacht hatte. So, jetzt bauen wir uns eine kleine schöne Treppe hier. Spring einfach herauf. Oh, der brennt alles. Krass, der brennt echt die Mine ab. Und da geht irgendein Creeper, glaube ich, drauf. Ich muss auch ungern attackiert werden hier von irgendwas. Vor allem, es geht jetzt runtergeschossen werden oder sowas. Das wäre nämlich nicht so schön. Zum Glück ist es ja noch hell, ey. Ah, diese Minen, die verletzen ja schon wieder, da überall reinzugehen, aber das soll man jetzt einfach echt mal sein lassen. So. Was haben wir hier drin? Iron Ingots. Pumpkin Seeds brauchen wir auch nicht. Haben wir alles zu Hause, oder? Genau. Bread nehmen wir natürlich mit, wenn wir schon mal hier haben. Iron Ingots, die reizt mich jetzt nicht so. Spinne. Spinne. Die ist doch schon wieder ganz nah hier, die sieht doch schon wieder. Beziehungsweise höher ist. Pumpkin Seeds, Melon Seeds, Melonensamen. Die sind nicht so häufig zu finden. Also die nehmen wir auf jeden Fall mit. Was helfen wir weg? Komm. Gut. Dann wieder hoch und weiter erkunden. Genau hier. Tipp. So. Ah, komm schon. Und da wird es auch schon dunkel. Habe ich zumindest das Gefühl, ja, also dann geht unter. NPC-Dorf war da hinten. Boah, 2,6 Kilometer. Laufen wir da hinten nochmal zwischen Dschungel und Dings lang. Zwischen Dschungel und Schneelandschaft. Also am nächsten Tag. Wir gehen jetzt erstmal hier schön in die Erde. So, hier. Zack, zack, zack. Im Erdloch geschlafen. Schon ein bisschen so arm, wenn man weiß, dass man zu Hause eine große Villa hat. Oh nein, das Bett muss natürlich mit. Bloß nicht, ey.
Ohne Bell Gurfe schmissen. Ups. So, kommen wir ein bisschen erkunden. Hier wollten wir lang, genau. Kürbisse haben wir genug zu Hause. En masse. Kürbisse en masse. So, noch ein NPC-Dorf wäre lustig. Da wäre ich dafür. So, gucken, ob die jetzt was droppen. Na komm schon. Oh, nee. Zombie, Zombie. Ich höre irgendwo ein Zombie. Der brennt aber nicht, das heißt, unter mir ist eine Höhle. Drop doch mal ein bisschen mehr Leder, komm schon. Okay, es ist eine kleine. Soll das eine kleine Wüste sein? Weil wenn denn. Ach nee, da geht's. Okay, da geht's weiter. Das ist eine große Wüste. Wüste ist immer ein gutes Anzeichen. Da haben wir einen Brunnen gefunden. Das ist natürlich cool. Auch wenn die überhaupt nichts bringen, die Brunnen. Ist ja cool, wenn man so ein bisschen mehr auf Wasser angewiesen wäre, ne? Dass man nicht Wasser trinken muss, dass man nicht verdurstet. Da wäre so ein Brunnen, da wüsste natürlich die Rettung. Aber so ist natürlich überall Wasser, aber man braucht Wasser auch nicht. Und da ist es einfach hier nur so ein kleines, ja, lustiges Extra. Hat aber keinen wirklichen Vorteil, jetzt einen Brunnen zu finden. Rechts oder links? Plains oder Wüste? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ich meine, wir haben Zeit. Wir können beides mal ausprobieren. Vielleicht sehen wir in der Ferne irgendwas. Okay, ich gehe jetzt erstmal in die Wüste. Jetzt mal spontan entschieden und. Boah. Was ist hier schon wieder? Wieder so ein. Oh, ey. Das sind so gefährlich, die Löcher. Okay, das ist ein kleiner Lavateich an der Oberfläche. NPC-Dorf sehe ich gerade noch nicht. Doch, das ist ein NPC-Dorf. Ey, wir sind echt gut heute. Das ist ein NPC-Dorf. Cool. Wir sind halt so weit weg von unserem Haus. Da müssen wir ewig fahren. Das sind 3 Kilometer. Mit Schienen und Boost-Schienen ist das natürlich schnell gemacht, aber. Und haben die auch. Warum haben die eigentlich keine Golems mehr? Und dann versuchen wir noch mal Golems dabei. Die sind hier irgendwie nicht. Was wollt ihr denn jetzt hier? Was bietet ihr denn so an? Chicken brauche ich selber nicht. Auch wenn es guckt ist. Äpfel brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Flint? Das ist zum Beispiel ein dummer Tausch, ja? Aus 10 Gravel und ein Emerald kriegst du 5 Flint. Du kannst Gravel mal hinbauen und immer abbauen, solange bis du halt 5 Gravel zusammen hast. Von daher ist es der blödeste Tausch überhaupt. Ach mal, was bietet ihr denn für eine Scheiße hier an? Also wirklich mal. Wo ist euer Schmied? Habt ihr zumindest, habt ihr vielleicht mal einen Schmied? Boah. Na, komm, bleibt doch mal hier jetzt. Ach, auch so ein blöder Tausch. Du? 12 Pfeile, das ist schon ein bisschen besser. Was machst du hier? Aha. Hm. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Die bieten ja alles dasselbe an. Ach, komm schon, ey. Die Häuser, da sollten ein bisschen mehr Sachen drin stehen. Die sind so leer. Einfach so unnütz. Na gut, ich werde es mal markieren hier hinten, aber. Wüstendorf. Ja, Farbe machen wir jetzt mal. Was haben wir noch nicht gehabt? Grün? Hatten wir grün noch nicht? Oder, gibt's auch grün hier? Oder rosa? Ne, rosa ist eklig. Will ich nämlich nicht sehen. Gelb ist da cool. Gelb. Also in der Erkundungstour schon lustig. Jetzt gucken wir hier noch ein bisschen weiter und dann gehen wir zurück in die Plains drüben. Ja, diese ganzen Dünen haben sich nämlich auch geändert. Damals gab es noch keine ganzen so eine Dünen, so eine Sandberge. Da ist schon was nicht geladen. Da ist schon wieder so ein schwarzes Loch im See. Boah. Wie viel Sand das wäre. Das ist alles Sand hier unter mir. Und diese komischen Betonflächen da. Boah. Habe ich auch nicht verstanden, was das darstellen soll. Nicht so ganz. Kann es eigentlich sein, dass man in einer Wüste 2 NPC-Dörfer findet? Ist sowas möglich?
habe ich selber nämlich noch nie gefunden, glaube ich. Kurz da hingehen, mal gucken, was da so ist. Okay, erstmal schnell hier. Oh, da ist wieder Sumpf, oder? Hä? Aber wenn er nur ganz, ganz kleines Sumpfgebiet, also... Komisch. Ist euer Ernst? Okay, warte mal. Desert? Desert, Desert, Desert? River? Nee, ist kein Sumpf. Das ist natürlich auch ganz schön hier, die Gegend. Hier so am Fluss. Erinnert mich so ein bisschen an Ägypten. Euphrat und Tigris, hier könnte man natürlich nachbauen. Hier war einfach allein schon zum Beispiel jetzt die Ecke hier, ja. Da geht der Fluss lang, der schlängelt sich halt so durch. Hier hat man eine kleine Bucht. Der Wald, der Urwald ist in der Nähe. Hier hinter ist halt Sand. Wüste. Und hier hat man so eine kleine Oase auf so einer Halbinsel. Was gibt's da noch hier so? Ja, diese ganzen, allein so ein großer Fluss, weil er sich durchschlängelt, ja, die ganzen Sachen da rum, das reizt mich einfach. Zum Beispiel da diese Insel, oh mein Gott. Und die Insel hat bloß eine kleine Verbindung. Das heißt, wenn du die ganze Insel ausleuchten würdest, könnten die Zombies bloß von der einen kleinen Stelle da kommen, von dem einen Übergang. Cool. Und dann geht die Wüste weiter. Und ich habe, glaube ich, was gefunden da oben. Dieser Vier. Dieses Vier könnte wieder ein NPC drauf sein. Und ich glaube. Ich glaube. Das ist noch ein NPC Dorf. Ey. Oh, das sieht doch ziemlich groß aus. Krass, haben wir echt drei NPC Dörfer in zwei Folgen oder so gefunden. Ich weiß ja nicht, wie lange es jetzt gedauert hat. Die 2 Stunden Aufnahme-Session, ja, sind schon wieder rum. Aber ich werde die Aufnahme erst beenden, wenn ich wieder zu Hause bin. Das heißt, ey, das gibt's nicht. Da ist sogar nebenan noch eine Pyramide. Ist das verrückt. Oh mein Gott, ich will ja nichts sagen, aber das NPC-Dorf sieht ziemlich groß aus auf der Minimap. Selbst ganz oben ist noch so ein kleines Feld. Das ist natürlich cool. Gucken wir mal, was die jetzt anbieten. Die haben bestimmt auch keine besseren, ist aber dunkel bei ihm hier drin. Bestimmt auch keine besseren Trades, aber... Können wir mal gucken. Diese Druckplatten immer. Diese kleinen Häuser vor allem. Kann man sich doch nicht wohlfühlen, oder? Für eine Schere, sag mal, hackt's oder was? 19 Wolle. Muss unbedingt weiße Wolle sein. Hier sind noch mehr Leute unterwegs, sehe ich gerade. Okay, auch blöd. Die bieten immer dasselbe an. Auch mehrere Leute bieten halt immer dasselbe an, ja. Junge, du stehst auf dem Kaktus drauf. Das ist, glaube ich, nicht so angenehm. Ich habe gerade das Leben gerettet. Kannst du mir jetzt immer ein bisschen was geben? So, hier ist hier der Häuptling bestimmt drin, der sieht ein bisschen anders aus. Er hat sogar Bücher. Oh, die haben einen Schmied. Die haben einen Schmied. Und was hat denn in unserer Kiste? Iron Chestplate. Habe ich das eigentlich schon, ja, ne? Ja. Brauche ich eigentlich nicht. Brote sind immer gut. Eisenschwert. Was ist denn überhaupt völlig unnütz? Okay, da kommt das Weed, braucht man nicht. Hätten wir das schon mal. Sicher selber. Chestplate ist auch nicht so verkehrt eigentlich. Komm hier, das kommt weg. So. Iron Bars. Wir könnten hier ein bisschen irgendwas schmelzen, so ein bisschen von unserem Fleisch. Schmelzen. Fleisch schmelzen, habt ihr das schon mal gemacht? Nicht zu empfehlen. Bücherregale werden ausgeruppt. Wo sind jetzt die Häuptlinge? Ist das jetzt draußen oder was? Ach man. Was gibt's hier? Nichts. Hier ist auch nichts. Oh.
31 Seiten. Ich habe jetzt 63 Bücher dabei. Okay. Leather Tunic. Oh, Lederhosen. Das sind so ein paar. Das sind so ein paar, Bayer hier. Alles aus Leder. Gut, wir müssen jetzt einfach mal so ein Haus jetzt hier. Für eine Nacht. Ich hoffe, uns greift hier auch nichts an. Da würde ich sagen, danach gehen wir halt mal hier Dings zum Pyramide. Ey Jungs, entscheidet euch mal. Ihr könnt nicht alle ins selbe Haus reingehen. Das ist ein bisschen eng, würde ich mal sagen. Pff. Jungs, ihr habt auch Großhäuser hier. Die sind alle leer. Ihr müsst euch nicht alle in dieses kleine Haus hier reinzwängen. ihr seid auch ein paar Kloppis. Na gut, ich nehme halt das große Haus hier. Sind halt gastfreundlich, ja. Die überlassen mir halt das große Haus. So, da hinten. Okay, das Ding nochmal mit. Ich glaube, wir werden nicht an einem Tag zurückkommen. Ist auch noch ein Feld. Okay, egal. Wir gehen jetzt erstmal schön zu der Mine da hinten. AKA, warte mal, ich muss dann mal noch einen Waypoint machen. Wie nennen wir das jetzt hier? Das ist also Wüstendorf. Nennen wir das hier mal, boah, ja, wie nennen wir das denn jetzt hier? Wüstenstadt. 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 Ja. Ach, schön in rosa. Ach, er zeigt, vergessen die Farbe zu machen. Egal. Könnte man natürlich noch ändern, ein bisschen. Können wir alle editieren normalerweise. Aber das ist mir eigentlich völlig egal. Krass. Echt schon wieder so ein Ding gefunden. Vor allem, das ist jetzt mal. Ist das. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ach du Scheiße! Was ist denn das? Wie viel Sandstone ist das denn? Echt Reingebot hier. Gibt's gar nicht. Alter. Da ist ein Enderman drin. Okay, warte, wir haben jetzt ein Eisenschwert. Wir killen ihn jetzt einfach. Ich denke mal, der Element ist jetzt draußen. Dieser Feigling. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Kann das nicht wahr sein? Och, ey, das ist eine Pussy. Ah, na gut, Enderman. Ist ja okay. Ey, ich hoffe mal, dass das Ding jetzt nicht ganz unten ist. Nicht zu. Okay, ist auch nicht weiter unten. Geht schon. Hier ist auch aufpassen, ich glaube, das ist aber auf der anderen Seite jetzt hier. Auf der Seite halt zur Wüste hin. Weil ich keinen Bock habe, jetzt in die Schlucht irgendwie reinzustürzen. Das wäre jetzt nicht so schön. Ah, machen ein bisschen was kaputt hier. Oh. Wie baue ich den jetzt hier schon wieder? Das ist ja wieder völlig durcheinander. Na gut. Ist aber ein bisschen schade, jetzt alles kaputt zu machen hier. Aber, wir müssen irgendwie nach unten kommen. Das hilft ja alles nichts. So. Doppelt weg. Sie können ein paar Sachen ablegen hier. Oh mein Gott, ein verzaubertes Buch. Feather Falling. Was genau macht das? Aber können wir immer noch dann googeln. Aber auf jeden Fall brauchen wir das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das braucht. Also, wichtigste überhaupt. Und was legen wir jetzt weg? Was legen wir weg? Was legen wir weg?